Sie sind hier in Berlin am Ostbahnhof und es ist ein grandioser Abend. It's all happening. Ich finde Motto sehr toll und unser Motto war heute Abend Meet and Greet auf dem Skigebiet. Ich bin ein Skifahrer, der in einem Boot sitzt. Der Wanderer, der König, die Königin. Wir arbeiten seit 10 Jahren, das ist unsere erste deutsche Show und ich bin deutsch. Also ist es schon auch eine gewisse, ja, wichtige und emotionelle Show. Hey, ich bin Berlin in Deutschland. Ich denke, dass die Modewoche in Berlin oder diese Fashion Week einfach noch nicht etabliert ist und dass es eben solche Zugpferde wie Bernhard Wilhelm braucht, damit es ja überhaupt eine Wichtigkeit bekommt. Und der kommt eben, weil Mercedes es sponsert. Und Berlin hat natürlich fantastische Räume, eine Modenschau zu machen, weil du einfach Platz hast. Also ich muss sagen, wir hätten uns auch in Paris nie diesen Art von Ort leisten können. Das ist auch das Angebot, okay, komm, zeig in Berlin, wir helfen dir, let's do something, weißt du? Es war eben keine klassische Modenschau. Die Modelle sind eben nicht den Catwalk runtergelaufen, sondern sie hatten eine gewisse Verbindung zu dem Objekt und haben damit gespielt und hoffentlich auch davon genossen. Ich hoffe, sie hatten einen Spaß. Ja? Es geht ja schon bei uns oder bei mir darum, dass man Spaß an den Sachen hat. Typisch Wilhelm-mäßig sehr gelungen. Man kann aber immer Teil einer Installation sein und Teil des Catwalks, was ja bei keinen anderen Shows geht. Ja, so eine Präsentation setzt natürlich die Mode in den Kunstkontext, was natürlich sehr schön ist. Ich denke, Mode ist sicherlich eine angewandte Kunst. Ich bin einfach jemand, der einfach zeigen will, dass Mode andere Blickpunkte möglich sind. Ja. Und dass Mode durchaus Kunst berühren kann. Es ist wie ein Mobile, es kann sich berühren und dann auch wieder nicht. Das ist einfach beides. Es ist Kommerz und es ist Kunst und es ist Schönheit. Und es hat eben einen gewissen Körperbezug. Das heißt, jeder Mensch hat einen gewissen Bezug zur Mode. Jeder Mensch muss irgendwas tragen. Wir können nicht nackt auf die Welt laufen. Und hat da einfach Gefühle und Empfindungen. Und das habe ich genauso bei der Kunst. Also es überschneidet sich. Ja. Es ist ein Menschenzoo. Es ist was vielleicht auch mit Vanessa Beecroft zu tun hat. Jemanden anblicken. Und was sicherlich auch bestimmte Strategien der Kunst aufgreift. Ich glaube, man muss es nicht definieren, was hier ist, ob das jetzt Kunst ist oder Mode oder eine Performance oder was auch immer. Es ist gut so, wie es ist. Sehr, sehr schräg, aber sehr geile Installation, auf jeden Fall.